Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Ich kann ihnen keine Vorwürfe. Ich habe nicht genug Hass. Ich warte immer noch. Ich brauche mehr Disziplin. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Wir betreten nun unser größtes Heil.
Der Geist spricht wahr. Dies war ein... Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Ihr schon wieder. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränk diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meinte sie damit? Deine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie versucht euch abzulenken. Hört nicht auf sie. Der Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Doch hat sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht, bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Ich kehre in die Stadt zurück. Ich hörte, ihr habt Lea auf eure Suche nach uralten Artefakten und Folianten mitgenommen. War das nicht gefährlich? Nicht so gefährlich, wie ihr vielleicht denkt. Damals war die Welt friedlicher. Die meisten Leute haben einen alten Mann und ein junges Mädchen ohne Waffen oder Geld gar nicht beachtet, wenn sie durch ihr Land zogen. Also habt ihr während des Untergangs von Altristram bei eurem Vater gelebt? Mein Vater war ein Diplomat. Wir hatten ein Haus in Caldeum mit Dienern, Terrassen und allem drum und dran. Alles änderte sich, als der Ärger begann. Irgendwie kamen Gerüchte auf, dass mein Großvater den Wahnsinn des Königs verursacht hatte. Die Arbeit meines Vaters fiel in sich zusammen. Niemand sprach mehr mit ihm. Er glaubte, es würde sich geben. Doch so kam es nicht. Nein, ich würde jetzt lieber nicht weiter darüber reden. Ich habe Arbeit zu erledigen. Warum verschwendet ihr eure Zeit damit, Frauen nachzujagen? Man kann seine Zeit mit nichts Besserem verbringen. Aber ihr lasst sie bedenkenlos fallen. Ich habe nur eine gefunden, die es wert gewesen wäre. Aber sie ist mir entronnen. Das ist keine Entschuldigung, jede zweite Frau zu belästigen, die ihr seht. Ganz recht. Manchmal sollten sie mich belästigen. Magda ist uns dicht auf den Fersen. Wir müssen das letzte Stück schnell finden. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Habt ihr den Zirkel zuvor bereits bekämpft? Ich kann es wirklich nicht sagen. Aber es umgibt sie etwas, eine Dunkelheit, die mir bekannt vorkommt. Was meint ihr damit? Dieser Zirkel ist womöglich Teil eines größeren Übels. Vielleicht wollte ich ihn bekämpfen. Wenn ihr kämpfen sollt, dann braucht ihr euer Schwert. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen werden. Abscheuliche Dinge geschehen sogar, während wir uns hier unterhalten. Ich sehe eine Stadt in Flammen und einen alten Freund, der den ultimativen Preis dafür zahlt, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Das hört sich bekannt an. Oh, ihr könnt auch hell sehen? Nein, ich... Ach, vergesst es. Ich kann die Feuer selbst von hier aus erkennen. Wertham steht in Flammen. Nur das wahre Böse lässt Unschuldige an einem Krieg leiden, mit dem sie nicht das Geringste zu tun haben. Ich
Ich muss nach Wortham. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt Rauch auf. Sie zerstören die Stadt. Flieht, solange ihr noch könnt. Denen, die sich der Macht des dunklen Zirkels widersetzen. Wir sind verstehen. Das können wir noch nicht wissen. Wenn wir aufgeben. Er hat ein seltsames Artefakt aus seinen Netzen geholt. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge, aber ich weiß, dass es mir sein muss. Der Fischer hat sich mit mir gestritten, aber ich habe ihn davon überzeugt, es besser in der Sicherheit der Kapelle zu lassen. Ein heiliger Ort, ein heiliges Leben. Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Lauf nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! Nicht genug Hass. Nicht vorenthalten. Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen. Was?